Am Anfang des Jahres bekam ich eine E-Mail von Markus Zobeck. Der sitzt da vorne, Paulusgemeinde Bremen. Und der hat tatsächlich gefragt, er ist verantwortlich für die Programmplanung hier, schreibt mir eine E-Mail und fragt, kannst du nicht im Plenum einen Vortrag halten? Und als ich das las, waren so meine Gefühle gemischt. Kennt ihr das wie in der Jugend, wenn ihr sozusagen Referat halten müsst sozusagen? So ein bisschen, ist es jetzt was Gutes oder was nicht Gutes? Und natürlich, ich erinnere mich daran, Pastor, ja klar, das ist was Gutes. Und tatsächlich habe ich dann gebetet, es ernst genommen. Zum Hintergrund, in den letzten 9 Jahren konnte ich mich erfolgreich im Müllermer Verband so ein bisschen unter dem Radar bewegen und hier auch nichts sagen. Insofern ist es jetzt anders. Und ich sprach dann nach Gebet mit meinem Mentor und mit meiner lieben Frau, was sie davon halten, von diesem Vorschlag. Komischerweise sagten sie beide, wenn du was reden und auch predigen willst, dann mach etwas mit deiner Leidenschaft für Jesus, gekoppelt mit deiner Leidenschaft Sport. Und dadurch, dass das beide sagten, dachte ich, eine gute Idee, okay. Machen wir was. Meine Frau erinnerte sich auch noch irgendwie daran, du hast doch mal eine gute Predigt gehalten bei der Abschlusspredigt vor 10 Jahren in der alten Gemeinde. Ich dachte auch, schön, vor 10 Jahren. Da war doch so ein Bild, was du genutzt hast. Und wir haben dann zusammen an einem schönen Abend ein Glas Wein getrunken. Und das macht man ja so auch hier, ne? Ein zweites Glas Wein getrunken, ein drittes Glas Wein. Und dann haben wir etwas formuliert zusammen. Und dazu stehe ich. Diesen Vorschlag wollte ich dann Markus schicken. Da stand dann drauf, mein Traum von Gemeinde. Mein Traum von Gemeinde. Und dazu eine Kurzbeschreibung entwickelt, eine ermutigende, inspirierende und herausfordernde persönliche Sicht auf Gemeinde. Ich habe vor einigen Jahren ein Team für einen Outdoor-Hindernislauf vorbereitet. Und an einem kalten Novembertag einige Trainingseinheiten mit biblischen Hintergründen ausgefüllt. Anhand dieser Trainingseinheiten werden Wahrheiten für uns deutlich, die auch hilfreich sein können für Gemeinde. Ich habe das formuliert mit meiner Frau, wir schicken es ab. Und ich dachte so bei mir, ja, wenn er das liest, ich habe die Sache gegessen, ich werde nicht gefragt. Und tatsächlich hat er sich ganz schnell zurückgemeldet und gesagt, super Idee, mach das mal, einen Vortrag. Und die zweite Frage war dann, kannst du auch den Eröffnungsvortrag halten? Ich so, na gut. So stehe ich jetzt hier und soweit die Vorgeschichte. Ich möchte jetzt kurz sagen, was euch erwartet. Erste Drittel, gute 10 Minuten, mein Traum, die persönliche Sicht, meine Perspektive, mein Weg mit der Paulusgemeinde. Und dann der Schwerpunkt 2/3 auf diesen schönen Novembertag. Da freue ich mich jetzt schon drauf, auf den Schwerpunkt. Und dann vielleicht das, was wir daraus mitnehmen können. Soweit, so gut. Erstmal. Ich startete im Mühlener Verband 2014 als Quereinsteiger. Und da ist es so üblich, dass man sich bei einer Theologentagung vorstellt. Und das sollte ich auch tun. Ich sollte das erzählen, was ich so mitbringe. Vielleicht auch Stärken, aber auch so Ziele und Visionen. Ich konnte ja nicht sagen, ich kann schnell einen Berg runterfahren. Habe so ein bisschen nachgedacht und tatsächlich ernsthaft geantwortet, das, was ich mitbringe, ist, als Pastor möchte ich Jesus lieben. Als Pastor möchte ich meine Frau und meine Kinder lieben. Und als Pastor möchte ich auch die Gemeinde, die mir anvertraut sind, lieben. Alles andere wird sich daraus entwickeln. Und da war so eine gewisse Stille. Mehr kam nicht. 2014, nach einer Kennenlernphase in der kleinen, schönen Gemeinde in Pankow mit 30 Erwachsenen, starteten wir dann 2015 den ersten Alpha-Kurs. Alle waren gespannt. Bisher kam nie einer zum Alpha-Kurs. Und diesmal kamen auch welche und kamen auch danach zum Glauben, zum ersten Mal Bekehrung. Total ermutigend. Und dann auch Jugendarbeit entstand, ein Teenie-Kurs und dann auch entsprechend Jugendarbeit und viele andere schöne Dinge. Gemeinde in Aufbruch, Kurzfreizeiten, Ausflüge. Alles sehr, sehr verheißungsvoll.
Und 2019 bei der ECHT in Bremen durfte ich auch 10 Minuten von der Gemeindeentwicklung berichten. Und zwar auch aus einem Anlass, weil wir nach langer Suche endlich neue Räume gefunden haben. Wir hatten einen wunderschönen Saal gefunden in Berlin, das ist ein Wunder gewesen, einen großen Ballsaal. Und ich berichtete dann bei der ECHT und erzählte alles so, was wir erleben. Und es war so eine Atmosphäre so nach dem Bericht, als sie den Saal dann saßen, die Leute sahen und auch wir als Gemeinde, was wird passieren? Was hat Gott mit uns vor? 2019 war dann ja auch ein gutes Jahr. Und Anfang 2020, meine Frau und ich, eine lang erträumte Auslandsreise im Februar, März nach Neuseeland. Wir kommen zurück. In den Regalen gibt es kein Toilettenpapier mehr. Tatsächlich der Hintergrund, wir wissen es noch alle, Corona. Corona veränderte unsere Gesellschaft. Corona veränderte auch unsere Gemeinde. Wir haben schnell auch umgeswitcht als Gemeindeleitung. Wir haben gesagt, wir werden uns jetzt wöchentlich treffen. Wir wollen nah dran sein und haben aber auch sofort Widerstände erlebt. Also ich persönlich Widerstände erlebt. Einzelne aus der Gemeinde haben mich angerufen und also nach ein paar Monaten auch relativ hart beschimpft, wie wir denn die Maßnahmen einhalten können. Und da war auch eine Not dahinter. Und ich will jetzt gar nicht über Maßnahmen und Corona viel, also zumindest diesbezüglich reden, aber es hat was auch mit uns gemacht, mit unserer kleinen Gemeinde, die Stärke hatte, Gemeinschaft, familienorientiert zu sein. Das hat was mit uns gemacht. Auch wir haben Schaden erlitten. Aber spannend fand ich, selbst in der Krise, dass tatsächlich schon eine Pflanze der Ermutigung wuchs. Also da standen denn Leute auf, von denen du, also so Techniker, die Stunde der Techniker, oder? Ist in Corona geschlagen. Also da hinten sitzen sie, genau. Videos wurden produziert. Prediger mussten vor einer Blumenvase zu Hause predigen. Moderatoren ebenso. Musiker haben dann vielleicht die Teddys aufgebaut. Und alles wurde dann auch gefilmt und zusammengeschnitten und dann auch produziert. Viele haben sich hingegeben bei uns in der Gemeinde, das müssen wir auch erzählen, sind aufgestanden und haben Gemeindeleben aufrechterhalten. Auch über 50-jährige Zoom-Hauskreise, ne? Das ist auch ein, kennt ihr euch erinnern, ein sehr herausforderndes Medium für Ü50. Und jetzt kann ich rückblickend sagen, auf die Zeit, dass wir ja schon über ein Jahr Corona hinter uns haben, ne? Und ich denke, wir als Gemeinde haben einen Heilungsprozess erlebt. Wir haben jetzt auch wieder neue Räume gefunden. Und ja, es kommen wieder mehr Gottesdienstbesucher. Aufbruchstimmung ist da. Soweit mein persönlicher Rückblick. Warum erzähle ich das alles? Ich denke, es wird deutlich, dass wir als Gemeinden in unterschiedliche Phasen kommen werden und sind. Wir kommen in Phasen des Segens, des Aufbruchs, des Erntens, aber eben auch in Phasen der Krise, wo es Herausforderungen gibt, entweder durch Corona ausgelöst oder vielleicht durch Sünde. Und die Bibel nimmt auch diesbezüglich kein Blatt vor den Mund. Ich finde exemplarisch die Geschichte, wenn man so auf Wüstenzeiten guckt, natürlich den Auszug des Volkes Israels aus Ägypten ins Land Kanaan. Es hätten nur ein paar Wochen dauern können, irgendwie die ganze Geschichte, ne? Aber es dauerte 40 lange, harte Jahre. 40 Jahre. Immer wieder Rückschläge, Krisen, durch Sünde ausgelöst. Und ganz spannend finde ich dann, wie Mose kurz vor dem Einzug dann nochmal zurückschaut und auch guckt, oder den Leuten auch erzählt, was Gott da für einen Plan mit hatte. Und da möchte ich gerne mit euch diesen Text jetzt nochmal anschauen. Das ist ein kurzer Bibeltext aus 5. Mose. Da heißt es, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste.
auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen. Diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie einen Mann seinen Sohn erzieht. Ich finde diesen Text so tief, so stark. Der Gedanke, dass Gott uns eben in diesen Wüstenzeiten erzieht. Und zwar nicht nur als Einzelne, sondern auch das ganze Volk wurde von Gott geformt. Und diesen Gedanken finden wir natürlich auch im Neuen Testament. Also natürlich finden wir ihn auf jeden Fall wieder bei Paulus. Da ist ja auch zum Hintergrund, Paulus, wissen wir, die meisten von uns, dass er total viele Widerstände erlebt hat, Krisen erlebt hat und auch in vielerlei Anfechtung war. Und was sagt er, tut er in dieser Phase mit seinen Mitstreitern, mit denen, denen er unterwegs war? Das lesen wir in Römer 5. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Ich finde es fast provokativ, wie er sagt, wir freuen uns auch dann. Wer von uns freut sich dann, wenn es Sorgen gibt und Herausforderungen, oder? Wer von uns? Und ist ja auch so, dass Paulus nicht sagt, dass wir uns über die Sorgen freuen sollen, sondern das, was Gott daraus machen kann. Gott kann uns verändern. Wir werden in diesen Zeiten mit Gottes Hilfe stärker. Soweit der biblische Hintergrund. Jetzt kommen wir zu dem erlebnispädagogischen Teil. Und da will ich so ein bisschen anhand der Beispiele deutlich machen, bildhaft, wie wir durch so eine Phasen kommen können. Hintergrund war 2013, dass mich eine kleine Gruppe von jungen Menschen gefragt hat, ob ich sie auf einen Outdoor-Hindernislauf vorbereiten könne, einen Tough Mudder. Und zur Erklärung, Tough Mudder, was heißt das? Tough Mudder heißt, dass eine Gruppe von Menschen einen Outdoor-Lauf bewältigen muss oder möchte. Und da gibt es unglaublich viele Hindernisse. Das Ziel ist aber, dass die ganze Gruppe ankommt. Es geht auch nicht mehr um Zeit. Es wird keine Zeit gemessen. Das Ziel ist, dass alle ankommen. Dass keiner zurückbleibt. Und da ist der Gedanke in der Gruppe ganz wichtig, dass man sich unterstützt. Um euch das ein bisschen auch zu zeigen, ich hatte ja erzählt am Anfang, dass ich diesen also einen Teil des Vortrages schon in meiner alten Gemeinde gehalten habe. Ich habe Freunde, also ganz liebe Freunde von uns, haben dann nach dem Vortrag tatsächlich 5 Jahre so eine Tough Mudders durchgeführt und die haben uns Bilder zur Verfügung gestellt. Das ist wichtig, um den Hintergrund so ein bisschen noch besser zu verstehen. Also die beiden, Daniela und Manuel hier bei einem Tough Mudder. Also Tough Mudder heißt wirklich heftig Matsch. Schwimmen durch Eiswasser. Nächste Bild. Also sie ist Grundschullehrerin, eher Informatiker. Sieht man ja. Oder durch Stacheldraht krabbeln. Gerne nächstes Bild. Hier wird super deutlich, dass es etliche Hindernisse bei diesem Lauf gibt, die man nicht alleine überwältigen oder bewältigen kann. Unterstützung ist total wichtig. Mit nassen Schuhen auf einer nassen Halfpipe hochzulaufen, ist praktisch unmöglich. Und man sieht so schön die ausgestreckte Hand, oder? Ich finde es ganz, ganz schön. Und dann natürlich der Moment ans Ziel kommen. Und Manuel, der hatte mir im Vorfeld gesagt, das ist ein super Bild für Glaube und total gut, dass du das jetzt nochmal machst und da erzählst. Soweit zum Hintergrund. Aber jetzt auf die Gruppe, die ich an dem schönen, kalten November
Tag vorbereitet habe. Das waren auch zwei junge Frauen und zwei junge Männer. Die eine Frau war leider krank an dem Tag, also waren wir zu dritt. Und wie soll ich das nun umsetzen, dachte ich. Ich muss sie herausfordern, sie wollten das, sie haben sich ein halbes Jahr vorbereitet, waren richtig topfit. Und ich sollte sie an ihre Grenzen führen. Und tatsächlich habe ich dann mal nachgefragt, wollt ihr das wirklich, weil ihr kennt mich, ja? Und sie sagten, ja, wir wollen das. Und auch mit christlichem Inhalt, einer war kein gläubiger Mensch. Und auch mit ihm unterhielt ich mich. Und der sagte, nee, gerne auch mit Bibelversen und Gebet und alles. Super. Und wir starteten dann bei meinem kleinen, wunderschönen Stadtwald, sozusagen der Schwarzwald in Klein, in Berlin. Und wir beteten und joggten dann los, etwa eine Dreiviertelstunde, so ganz locker zum Warmwerden. Und dann kamen wir an bei dem ersten großartigen Berg, den Feldberg des Hermsdorfer Forstes. Der heißt der Ehrenpfortenberg, 69 Meter hoch. Richtig krass, oder? So richtig so mit Gipfelkreuz. Und ich sagte ihnen, die erste Aufgabe ist, dass ihr eine Teamstellung einnehmen sollt, also so als Team sozusagen zusammenzustehen und das Kreuz in die Mitte zu nehmen. Und dann zitierte ich aus 1. Korinther auch interessanterweise, was Paulus gesagt hat. Er sagt nämlich, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Also zwei Aspekte. Das Wort vom Kreuz, eine Torheit. Wir spüren es auch immer wieder. Menschen konfrontiert damit, dass Jesus für sie gestorben ist. Warum? Ihr Stolz wird da muss keiner für mich sterben. Also da ist dieser Gedanke drinne. Aber auf der anderen Seite, wenn man diesen Vers liest, auch dieser wunderbare andere Gedanke, uns, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz. Was heißt das Wort vom Kreuz? Das heißt doch nichts anderes. Ich bin von Gott geliebt. Mir ist vergeben. Können wir das mal zusammensprechen? Laut, ich bin von Gott geliebt. Mir ist vergeben. Und das ist uns eine Kraftquelle. Das war das Pädagogische, dass sie das sehen, dass sie sich daran erinnern. Das ist unsere Kraftquelle. Bei allen Herausforderungen, die jetzt kommen werden. Und da nahm ich dann sofort eine Fuhre Sand, so richtig schön Berliner Erde, und schmiss ihnen die erstmal richtig fett ins Gesicht. Und die sagten so, was ist denn hier los? Was ist denn mit denen gefahren? Auf jeden Fall erduldeten sie das still. War schon mal nicht schlecht. Und dann die erste Übung war dann, also die zweite, dass sie auch lernen sollten, zusammenzuhalten. Und dazu hilfreich, entsprechend sollten sie sich zu dritt nebeneinander stellen, ganz eng. Und dann habe ich diese Übung gemacht, dass man sich mit den Schnürsenkeln aneinander bindet. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Wer kennt es mit diesen Schnürsenkeln? Ah, sehr viele in der Kindergottesdienst. Und dann entsprechend Laufende in einem Takt. Aber an diesem großen Hügel oder Berg, ne, war das dann natürlich so, dass man bergab gehen sollte, rückwärts krabbeln und durchs Gestrüpp. Und die stürzten und ärgerten sich und hatten Wunden, richtig bluten und so. Und ja, nicht ganz so schlimm, aber ein bisschen Kratzer hatten sie. Aber was passierte ist, mit der Zeit lernten sie aufeinander zu hören. Den gleichen Rhythmus zu gehen, im gleichen Rhythmus zu gehen. Und das fand ich schon ganz schön. Dann wieder die nächste Übung, Teamstellung einnehmen und wieder sich hinstellen. Und ich zitierte dann den nächsten Vers aus dem Korintherbrief. Dort heißt es in 2. Korinther, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft über die Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Sie sollten also ihre Augen schließen, also nicht nur so stehen, sondern ihre Augen schließen und sich auf das Unsichtbare, auf Jesus konzentrieren. Und dann habe ich nicht Sand geworfen, sondern habe angefangen, sie zu schubsen. Und das war auch schön. Also sie wussten nicht, wo der Schlag herkam und sie mussten zusammenstehen. Auch das war ein kleiner Übungseffekt. Danach sind wir von dem Gipfel runter
ungefähr 2 Minuten gedauert. Und dann harte Bergsprints. Also 10-mal diesen Berg, also den kleinen Hügel hochzusprinten, es tut trotzdem weh. Es tat richtig weh. Und die waren schon sichtlich erschöpft und wir standen unten dann am Fuße des Gipfels und es regnete wieder, also die ganze Zeit. Und es war kalt und wir standen da so und glücklicherweise entstand da so eine Pfütze. Und ich so, Eiswasser nächste Woche, genau, Pfütze, und guckte nur so, ja, ist da so rein. Ne? Und die, du bist doch ein bisschen schräg, machen wir nicht. Und die erste, die sich dann in die Pfütze setzte, war die junge Frau. Sie setzte sich in die Pfütze und dann, was passierte, sie legte sich hin und rollte sich nach links und rechts und hatte Spaß dabei. Und die Männer, die jungen Männer, gingen sofort mit rein und dann hatten sie richtig, wie Kinder, richtig Spaß, sich in dieser Pfütze umherzusöhnen. Und das Interessante war dann auch, da kam so ein Spaziergänger mit Hund vorbei und ich dachte so, hoffentlich ruft er nicht die Polizei. Und danach wieder, nachdem sie ein bisschen Spaß hatten, diese Teamstellung. Und sie wussten ja auch jetzt, was sie erwartet. Sie vermuteten es. Und der eine junge Mann hatte dann die Idee, wir schieben einfach die junge Frau vor uns. Dann kriegen wir nichts mehr ab. Und ich dachte so, aber tatsächlich, das ist natürlich humorvoll gemeint, erleben wir das nicht auch in Krisen? Da, wo wir zusammenstehen sollten, wird der Pastor oder irgendjemand anders nach vorne geschoben? Oder wir verstecken uns selbst? Ich dachte schon, da ist ein Stück Wahrheit dran. Das erleben wir doch immer wieder, oder? Ich habe sowas erlebt. Und toll war, dass der andere junge Mann einen Gegenvorschlag machte. Er sagte, lasst uns einfach noch enger zusammenstehen. Und es war richtig stark, was dann passierte. Sie standen so zusammen, die Köpfe wirklich Kopf an Kopf. Und die dachten nur so, ey, okay, wenn der jetzt wirft, und der hat ja geworfen, sie haben keinen Dreck mehr ins Gesicht bekommen. Und das war wieder so ein richtiger, großartiger Schritt der Gruppe, was sie gelernt hat. Enger zusammenzurücken in Krisen. Noch enger. Ganz eng. Niemanden vorschieben. Wir joggten dann weiter zur nächsten Station. Das ist dann, ich glaube, wir waren schon über 2 Stunden unterwegs, die legendäre Klimmzugstange im Hermsdorfer Forst. Und da gab es dann eine Übung, wo ich nochmal verdeutlichen wollte, wie wir uns manchmal fühlen in so herausfordernden Zeiten, wo wir eigentlich nicht mehr können, wo wir am Ende sind und was wir dann als Gruppe auch machen können. Das war so das Ziel der nächsten Übung und ich würde die gerne plastisch jetzt mit euch mal durchführen. Ich dachte, es wäre cool, wenn wir 3 Freiwillige hätten, die gerne Liegestütze machen. 3 Freiwillige, Tim, ja, komm mal nach vorne, noch 2. Einfach die gerne Liegestütze, komm, 2, genau. Wunderbar, und noch einen 3. Ja, genau, Simon, wunderbar, fantastisch. Kommt mal nach vorne, Applaus erstmal, genau. Ich frage euch mal kurz, ihr macht gerne Liegestütze, wie viel schaffst du ungefähr? Keine Ahnung, das habe ich selber gesagt. Ja, ungefähr. 30, okay, und du? 80, nee, 40, okay, 40, 50, oh. Und du? 40, 50, okay. Also, die Idee ist jetzt, es gibt keine Konkurrenz unter euch, ne, ist klar, aber die erste Bitte an euch, geht mal in die Liegestützhaltung und genau, bleibt mal so stehen, ich rede noch ein bisschen weiter erstmal, bevor ihr anfangt. Und dann, wie gesagt, ich sollte ja verdeutlichen, dass sie irgendwann nicht mehr können. Ne? Das ist jetzt der Hintergrund der Geschichte. Macht doch jetzt mal einfach so viele Liegestütze, wie ihr könnt. Aber bitte im Takt, also im gleichen Takt. Guckt euch an, im gleichen Takt. Und wenn einer nicht mehr kann, hört ihr einfach auf. Das ist also derjenige, nicht alle. Einer hört auf und die anderen machen weiter. Es geht nicht um Konkurrenz, sondern ihr guckt und ihr macht mal bitte im Takt Liegestütze. Nicht so schnell, genau. Ich zähle mal kurz ein. 1, okay, geht's los? 1, wunderbar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich bin total erschöpft, ich muss was trinken. 20, 21, 20, 20. Ah, passt auch.
Okay, reicht. Du, danke, danke. Ihr habt es super. Ihr seid alle mitgekommen. Komm mal hoch. Total gut. 30 Liegestütze ist schon richtig gut. Ich muss es ein bisschen abändern als im Wald. Da saßen sie dann wirklich alle im Matsch. Aber jetzt die zweite Bitte. Wer hatte vorhin tief gestartet? Du hast gesagt, du machst am wenigsten von den einen. Um jetzt nochmal zu verdeutlichen, mach doch bitte jetzt nochmal 30 Liegestütze. Und die anderen beiden haben die Aufgabe, ganz nah an ihn ranzugehen, sich hinzuknien und ihn anzufeuern, vielleicht laut mitzuzählen. Und jetzt will ich mal wissen, ob der MV auch, warte mal, erstmal kurz, halt, stopp. Ey, sie sind so motiviert. Ich war noch nicht fertig gewesen. Jetzt der MV geschlossen aufstehen, Elmdingen will ich hören, Bremen will ich hören, alle will ich hören. Und wir müssen ihn anfeuern, dass er nochmal 30 schafft, ne? Das schon 5, ne? Nee, das war ja, nee, jetzt von null. Bitte laut mitzählen, mit Enthusiasmus, dass Tim sich, er hat jetzt ein bisschen Angst schon, ist okay. Genau, und jetzt nochmal 30, auf geht's. 1, alle, lauter, komm, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30. Anfeuern! Richtig runter! 19, weiter! Jawohl! Weiter! 26, 27, 8, 9. Yeah! Oh! So gut, oder? So gut. Aber was ich sagen will, die lachen ja noch, oder? Natürlich war dann die dritte Übung nochmal, ne? Und das Ganze denn nicht nur Liegestütze, sondern Sit-Ups und Klimmzüge. Und die haben echt tatsächlich um die 100 geschafft. Die hast du ja schon 60. Ist gut. Aber jetzt bitte nochmal, Tim, nochmal 30, ja? Also ich mich nicht. Und genau, fang mal an. Ja, genau. Das ist jetzt, Simon, der ist Pastor. Wir dürfen helfen, genau. Und das ist der Punkt. Was machen wir jetzt und was macht ihr, wenn er nicht mehr kann? Ihr springt ein und übernimmt. Also du machst so viele du kannst und dann macht ihr den Rest, okay? Auf geht's, los. Jetzt nochmal den Rest und alle feuern an, bitte. Komm. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, weiter und weiter. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wow, Applaus für alle. Total gut. Voll gut, Tim. Also, das ist fantastisch. Ihr wart gut. Guck mal. Also, ihr könnt euch gerne wieder setzen. Super. Die nächste Tough-Mother-Gruppe ist schon gebildet, oder? Total stark, was ihr da durchgezogen habt. Aber wieder diese Gedanken. Es hat sogar ein bisschen funktioniert. Natürlich haben wir gemerkt, durch Anfeuern, Heimspiele, Fußball, ne, ist immer besser. Wir werden ermutigt. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Wir sollen uns ermutigen und dann die Last abnehmen. Wenn wir nicht mehr können, machen die anderen weiter. Und das wurde deutlich. Und dann die letzten paar Meter joggen. Also ich weiß nicht, wie lange wir denn unterwegs waren. Die Zeit habe ich vergessen. Und ich dachte, es muss irgendwas noch Heftigeres kommen, noch was Besseres. Und irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es gibt bei uns im Hermsdorfer Forst eine Schlammgrube, sozusagen ein Teich für Wildschweine. Total klasse, so richtig eklig und stinkt und so und dann richtig so komisch. Und ich bin da hingejoggt und sie wussten schon, ja, ohne Worte, was da jetzt ihre Aufgabe ist. Ich bin drumherum gelaufen, zog mein iPhone 4, habe das dann gefilmt. Und das habe ich euch mitgebracht, ich darf es zeigen. 45 Sekunden live dabei für die Nachwelt. Genau, ihr seht es richtig, richtig schön, das Wasser, oder? Genau, und jetzt mal 45 Sekunden. Die nächste bitte. Richtig gut, oder? Perfekt, wenn nicht krabbeln, genau. Ja, da sieht er, wer ruft denn da?
Sehr gut. Los, Marien. Komm. Komm. Die Schweinerei an. Marien Spitze. Und Maxim, komm. Habe entlang. Und ihr seht, der Boden war so schlammig, man konnte nicht rauslaufen. Jawohl. Ging nicht. Yeah. Noch ein Vier. Okay, jetzt. In der Teamstellung gleich. Ja, genau. Alle, merkt ihr, wie sie taumeln jetzt so ein bisschen? Ja, genau. Ja, sie können gar nicht stehen. Also richtig toll, richtig schön, oder? Und danach dann, sie wussten, ich habe gesagt, jetzt ist gut. Jetzt joggen wir nur noch die Perspektive Garten. Und es war irgendwie so mehr so ein Lauf im Delirium. Oder sie taumelten irgendwie, taumelten nach Hause. Ihnen erwartete dann der Garten. Und dann schaute ich sie nur an und die waren so glücklich. So zufrieden, so glücklich. Und ich nahm den Gartenschlauch und fragte, ob ich sie sauber machen darf. 5 bis 10 Grad, Regen. Ja, bitte. Und dann standen sie da und haben sich gefreut. Das kalte Wasser, haben nichts mehr gespürt. Das war richtig, richtig schön. So, jetzt bitte, bitte voller Aufmerksamkeit. Das ist das Bild von Nachfolge, was ich glaube, was Jesus uns gelehrt hat. Ganz eng mit seinen Jüngern zusammen. Gehorsam Gott gegenüber, egal was passiert, wir bleiben zusammen. Völliges Vertrauen in Gott. Jesus hat es durchgezogen. Lasst uns den Lauf ganz kurz nochmal im Kopf durchgehen. Zuerst, vielleicht könnt ihr die Augen auch schließen, zuerst diese Teamstellung am Kreuz. Ich weiß, ich bin geliebt. Und wir halten zusammen, wir stehen mit Christus in der Mitte. Uns ist vergeben. Das ist unsere Kraftquelle. Und dann, wir hören aufeinander in schwierigen Phasen. Wenn es mal nicht vorangeht, wenn wir stolpern, wir lernen aufeinander zu achten. Wir sind aneinander festgebunden. Und wenn der Dreck kommt, dann schieben wir niemanden vor. Wir bleiben zusammen, wir rücken enger zusammen. Und wenn einer nicht mehr kann, wenn er am Ende ist, dann ermutigen wir ihn. Dann feuern wir ihn an. Oder nehmen die Last auf uns. Und am Ende, wenn wir noch durch diesen Schlamm geschwommen sind, kommen wir im Garten an, in der Ewigkeit. Von Jesus werden wir liebevoll gesäubert, gewaschen. Er wird abwischen unsere Tränen. Kein Schmerz und kein Geschrei wird mehr sein. Ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Das ist mein Traum von Gemeinde. Eine Gemeinde, die Jesus liebt. Eine Gemeinde, die das Wort Gottes liebt. Und einander lebt und eng zusammenbleibt, von Krise zu Krise, von Herausforderung zu Herausforderung, auch in guten Zeiten. Die Band kann ruhig schon gern nach vorne kommen. Ich hatte den Vortrag, ich will ein paar abschließende oder weiterführende Gedanken, die das nochmal ein bisschen zubinden kurz. Ich hatte den Vortrag ja in der Gemeinde auch schon gehalten und in der Vorbereitung darauf hatte ich was Schönes erlebt. Unsere Teenies haben ihren Teenie-Kurs abgeschlossen und das ist, da bin ich auch so ein bisschen harter Typ, die müssen bei mir noch eine Prüfung schreiben und die haben richtig Angst davor, aber alle haben es irgendwie gepackt und waren dann total glücklich und am gleichen Abend dann Jugendstunde und die Jungs nahmen die kleinen Teenies in die Mitte und wir beteten, legten die Hände auf die Jungs und ich schaute nach rüber zu den jungen Frauen, zu den Mädels und sah folgendes Bild. Das ist so schön. Ich dachte, das ist es. Das ist Gemeinde. Wir nehmen, also die jungen Frauen nehmen die Teenies mit rein, die Mädchen. Wir werden zusammen durchgehen, durch Liebeskummer, durch Streit. Wir bleiben zusammen. Das war nochmal ein schönes Bild als Abschluss. Wir sind,
oder wir kennen das Ende, dieses Bild vom Tafmada, ne, Hindernislauf, wir kommen zusammen ins Ziel. Wir kennen das Ende, das ist so gut als Christen, wir kennen das Ende. Aber den Weg, den wissen wir nicht. Wir wissen nicht, welche Phase wir eintreten werden. Aber wir werden nicht alleine bleiben, wir gehen zusammen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr jetzt mal aufsteht und vielleicht einen Impuls mitnehmt aus dem, was ich gesagt habe, in dem Sinne, dass ihr euch jetzt zusammenstellt, wie, könnt ihr gerne entscheiden, einfach zusammenfindet, vielleicht zu dritt, zu viert, im Gang oder geht raus aus dem Gang, sucht euch 3, 4 Leute, stellt euch eng zusammen, betet für den MV, betet für die Tagung, betet für unseren Präses und seine Familie, betet für eure Gemeinden, betet für euch persönlich. Und danach wollen wir dieses Lied singen, was auch so Einheit proklamiert. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir so gemeinsam dann auch in die Konferenz durchgehen können. Stellt euch doch jetzt einfach zusammen, wir werden ein bisschen nur Sound im Hintergrund haben und dann wollen wir dann das nächste Lied singen.